Hallo und willkommen zu einer neuen Comic Review. Heute mit der Finalausgabe von Waffe H oder Weapon H, wie es eigentlich cooler ist, aber okay. Davon gibt es leider nur zwei Bände. Damit ist eine Finalausgabe. Dann kommt halt noch bald so eine neue Reihe Hulk Wolverine. Mal gucken, wie es dann damit weitergeht. Aber jetzt sind wir noch beim zweiten Band und wie schon in der Finalausgabe. Hier drin ist dann Weapon H 7 bis 12 beinhaltet. Autor ist Greg Pak. Zeichner haben wir Ario Aniditto. Ich glaube, so ungefähr ist das ausgesprochen. Seine Zeichner sind ganz in Ordnung. Und Guido Villanova ist auch in Ordnung. Also Zeichnungen haben wir ganz nette Sachen. Nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes. Also lässt sich alles schön ansehen, sagen wir mal so. Ja, sorry. Monster sind halt in der Stadt aufgetaucht, gegen die halt Cap und Weapon H, beziehungsweise Clay halt kämpfen müssen, wo auch gezeigt wird, was für Cap für eine große Bedeutung für Clay in seiner Kindheit hatte. Hatte halt nicht so eine schöne, und da war Cap dann doch schon mehr oder weniger wichtig für ihn. Gegner ist hier, lustigerweise hatte ich es gerade irgendwie mit Roxanne und Ario Dagger, war ja jetzt letztens bei mir auch bei Thor dabei. Und ja, Dario Egger macht hier wieder Probleme. Es wird ein Team dann auch aufgebaut mit Clay, Man-Thing, Korg und viele, viele weitere Figuren, wo es dann noch ein bisschen zu Überraschungen kommt und so weiter. Ich muss sagen, diese ganze Geschichte auch mit Clay bzw. lebt doch von diesen kleinen Momenten. Zum Beispiel haben wir hier auch wieder so kleine Momente mit Clay und seiner Familie, mit seinen Kindern, wo man auch so einen kleinen Shrek-Feeling hat, wo er dann halt ein bisschen so mit seinen Kindern spielt als Monster, sagen wir mal so, was aber schön ist, irgendwie so zeigt, dass es, weil das ist halt, darum ist das auch ein bisschen überraschend, diese Reihe, finde ich, weil ich habe durch ja, Waffe X bzw. Mutant-Vernichtungswaffe oder wie der ganze Band hieß da, das war noch nicht so gut, aber, und dann hatte ich jetzt auch mit Waffe H so ein dummes Monster, irgendwie so, was irgendwie aus Wolverine und Hulk zusammengewürfelt wurde, hatte ich keine Erwartungen, aber doch durch diese kleinen Familienmomente und Charaktermomente, dass Clay dann doch eher so einer ist, der ja, doch lieber weniger kämpfen möchte, aber doch irgendwie diesen Drang zum Kampf hat, weil er halt einfach so eine Art Veteran ist, macht es doch irgendwie zu einer sehr schönen Story, beziehungsweise zu einem interessanten Charakter, so im Großen und Ganzen. Zusammen soll das Team dann in eine Art andere Dimension reisen, um da halt jemanden zu retten. Wer das jetzt ist, werde ich nicht groß spoilern, beziehungsweise die Cover spoilern schon irgendwie mehr oder weniger. Blende ich trotzdem rein als Provokation, wenn dann seht ihr es oder ihr versteht es noch nicht, wenn ihr die Figur vielleicht noch gar nicht kennt. Also ich habe auf dem Cover lustigerweise gar nicht so erkannt. Darum ist es auch nicht so heftig, finde ich. Die Covers halt. Muss sagen, es gibt halt nette Überraschungen, wie schon gesagt. Aber zum Ende hin wird mir das ehrlich gesagt auch zu typisch. Hau drauf, wird mir dann etwas zu viel. Wo ich dann, ja, zum Ende unzufriedener werde, sagen wir mal so. Cool ist es aber, wie sie mit Dario Egger hier umgehen, also Clay und so weiter. Wir wissen halt wirklich, wie man hier Dario auf den Zahn fühlen muss, im Vergleich zu Thor oder so. Also das finde ich ganz lustig gemacht dann manchmal. Bin halt dann auch gespannt, was Dario Egger sich dann noch weiterhin plant, beziehungsweise wie es dann halt mit Clay in Hulk Wolverine dann weitergeht. Also doch eine Überraschung aus dem letzten Jahr, beziehungsweise dieses Jahr jetzt, was uns da jetzt im Marvel-Universum neu gekommen ist mit Waffe H. Also ist doch echt besser geworden, als ich es erwartet habe. Bekommt deswegen auch eine nette 7,5 von 10, wo im Ganzen doch sehr unterhaltsam. Wer da vielleicht noch nichts gelesen habt, lest euch dann vielleicht diese ganzen, ich glaube, Waffe X, irgendwie braucht man da noch Mutanten, Vernichtungswaffe, und lernt mal Clay als Waffe H kennen. Vielleicht überzeugt es euch, also, es ist halt doch die es ist es wert, dem mal eine Chance zu geben, finde ich persönlich. Wenn ihr dann doch nichts damit anfangen könnt, ja, dann könnt ihr zumindest mitreden und sagen, dass es euch nicht gefallen hat und genau aufzeigen, woran es euch auch vielleicht nicht gefallen hat. Das kommt mir dann auch zu meinem Schlusssatz, wie immer. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denn davon haltet, wenn ihr diesen Band schon gelesen habt. Was ihr von Clay haltet, von dieser neuen Waffe H. Gefällt ihr euch den oder findet ihr den total blöd und könnt damit gar nicht anfangen und bleibt dann einfach bei Wolverine und Hulk und findet das total schwachsinnig, was man da gemacht hat, oder ob ihr das wirklich eine coole neue Figur findet. Ja, das würde mich mal interessieren, und das soll es dann von mir gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.